guys, welcome to my new tutorial. And at first, don't forget to activate subtitles by clicking here. Click, guys, click activate them, please. Heute wollte ich euch zeigen, wie man große Props oder auch Rüstungen wie die hier so baut, dass man sie auch in einen Koffer oder auch einfach nur ins Auto kriegen kann. Wenn ihr ein wenig weiter wegreisen wollt, dann holt euch am besten auch einen Hartscheinkoffer, der euer Kostüm entsprechend schützt. Denn das Personal geht leider nicht so vorsichtig am Flughafen mit den Kostümen um, die da drin sind. Daher gebt doch mal ein bisschen mehr Geld aus. So ein Koffer ist ganz schön groß. Allerdings ist es euer Kostüm auch. Daher ist es ganz sinnvoll, erstmal auszumessen, wie viel Platz ihr überhaupt habt. Wenn ihr also nun wisst, wie viel Platz ihr habt, dann müsst ihr natürlich auch ein Kostüm für diesen Platz auswählen oder ein anderes Kostüm für diesen Platz bauen. Eine Brustplatte zum Beispiel könnt ihr in ihrer ganz normalen, großen, natürlichen Version bauen oder ihr reduziert sie wirklich einfach nur auf das wirklich Nötigste und das Sichtbare. Und große, massive Teile könnt ihr zum Beispiel zum Auseinanderbauen konstruieren. Viele Teile könnt ihr einfach so bauen, dass ihr sie anschließend auch ganz einfach und sehr platzsparend ineinander zusammenstapeln könnt. Und selbst so eine Waffe wie die hier kann in den Koffer passen. Mit einem Schraubgewinde an jeweils dem Ende eines Zwischenstücks oder Waffe könnt ihr diese relativ leicht wieder auseinandernehmen und zusammenbauen. Und wie ihr seht, passt so auch der größte Stab in einen Koffer rein. Mit genug Planung und viel Luftpolsterfolie kann eurem Kostüm wirklich nichts passieren. Und danke fürs Zuschauen.